Hallöchen, ganz herzlich willkommen zurück zum vierten Teil unserer Videoreihe zum Phoenix A320. Und wir sind jetzt gerade auf Reiseflughöhe angekommen, Flight Level 370, und sind jetzt auf dem Weg nach Leipzig. Sobald wir oben angekommen sind, müssen wir einmal unser TCAS auf Below schalten. Damit bekommen wir hier auf unserem Navigation Display hauptsächlich Traffic angezeigt, der unter uns unterwegs ist. Ansonsten ist es wichtig, im Reiseflug auch auf kurzen Flügen mindestens einmal einen Fuel-Check zu machen. Dafür gucken wir einmal, wir sind gerade über den Wegpunkt Etago drüber geflogen. Das Ganze mit, ja, knapp 3,7 Tonnen Sprit. Und jetzt schauen wir einmal hier drüben in unseren Flugplan. Dort haben wir ja das ganze Routing einmal aufgedröselt. Und dann gucken wir dort beim Wegpunkt Etago, was wir planmäßig an Sprit haben sollten. Sehen wir hier unten 3,7 Tonnen. Wir sind auch mit 3,7 Tonnen dort angekommen, sind also auch mit genau dem Sprit unterwegs und dort, wo wir sein wollen. Ansonsten wollen wir noch einmal confirmen, dass wir auch keinen Sprit verlieren, also keinen Fuel Leak oder sowas haben. Dafür wechseln wir auf die Fuel Page. Dort können wir nämlich sehen, bisher haben wir 1700 Kilogramm verbraucht. Wir haben aktuell noch 3,6 Tonnen im Tank drinnen. Und wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir genau auf unseren Block Fuel. Wir haben also keinen Sprit irgendwo verloren. Das wurde alles hier entweder von der APU oder von unseren Triebwerken verbraucht. Ansonsten ist es ja kein allzu langer Flug nach Leipzig, das heißt, es macht schon Sinn, sich wieder rechtzeitig auf den Anflug vorzubereiten. Hier vorne können wir auf unserem Routing einen sogenannten Equal Time Point angezeigt bekommen. Der wird abgekürzt mit ETP und das ist quasi immer genau die Hälfte unserer Flugzeit. Wenn wir jetzt also in Zürich losgeflogen sind und an diesem Equal Time Point angekommen sind, dann ist es von hier aus genauso weit zeitlich gesehen nach Leipzig weiterzufliegen, wie wenn wir umdrehen würden und wieder nach Zürich fliegen. Das heißt, ihr seht, es ist schon gar nicht mehr so weit, bis wir schon den zweiten Teil unseres Fluges antreten. In unserem Fall haben wir die Arrival ja vorhin schon eingegeben, und zwar die Gurxli One Romeo Arrival. Die ist auch relativ lang, die gucken wir uns gleich mal gemeinsam in der Karte an. Wir werden sie nicht komplett abfliegen und ich zeige euch auch gleich, wie ihr die noch ein bisschen zusammentrimmen könnt. Aber wir haben sie schon mal komplett hinterlegt mit einer Discontinuity, die auch gewollt so ist. Dann über Movox ein ILS für die Runway 08 Left geplant. Alles Grüne ist unser primärer Flugplan und dann seht ihr hier unten in Blau noch unsere Mist Approach, den wir dann abfliegen wollen, gucken wir uns aber dann noch in der Karte genauer an. Hier unten sehen wir haben noch 262 Meilen zu fliegen und wir sollen voraussichtlich mit 2,6 Tonnen in Leipzig später ankommen. Bevor wir unser Briefing machen, wollen wir einmal wissen, wie das Wetter vor Ort ist, um natürlich nochmal zu bestätigen, dass wir auch mit der richtigen Bahn gerechnet haben. Auf Watson, wenn ein Lotse da ist, könnt ihr euch auch einfach dort die ATIS besorgen. Wir fordern in unserem Fall jetzt mal einen Weather Request an. Auch das funktioniert über Data Link. Das heißt, wir geben hier einmal unseren Flughafencode ein. In Leipzig ist das Echo Delta Delta Papa. Und dann können wir auswählen, wollen wir eine Meta angezeigt bekommen. N steht immer für No. Wenn wir daneben klicken, wird das zu einem Y, steht für Yes. Und wollen wir einen TAF, also ein Terminal Aerodrome Forecast, angezeigt bekommen. Wir fordern in unserem Fall mal beides an. Also zum einen das aktuelle Wetter und die Vorhersage, wie das Wetter in nächster Zeit werden soll. Und wenn wir unser Wetter angefordert haben, dann gehen wir hier einmal auf Return und können dann in unserem AOC-Menü unter Received Messages nachgucken. Dort ist unser Wetter angekommen. Und in Leipzig haben wir aktuell Wind aus 50 Grad mit 4 Knoten. Wir landen also auf der 08 gegen den Wind, das passt. Clouds and Visibility okay, bedeutet, wir haben keine Hauptwolkenuntergrenze von 5000 Fuß oder tiefer und die Sicht beträgt mindestens 10 Kilometer. Wetter folglich in Leipzig zumindest auf 5000 Fuß oder drunter relativ gut. Was uns das nicht verrät, ist, wie das Wetter über 5000 Fuß ist. Also, wenn jetzt zum Beispiel auf 7000 Fuß Wolken wären, wäre das in Clouds Visibility okay nicht mit impliziert. Das muss man sich im Hinterkopf behalten. Ansonsten haben wir 15 Grad Außentemperatur, der Taupunkt ist 10 Grad, das heißt 5 Grad Spread. Also folglich die Luftfeuchtigkeit nicht ganz so hoch und die Gefahr folglich für Nebel auch nicht allzu groß. Das QNH 1014 aktuell und wir haben no significant changes zu erwarten, also keine signifikanten Veränderungen innerhalb der nächsten 2 Stunden. Ansonsten ist hier noch unsere Vorhersage und zwar soll es am heutigen Tag von 18 Uhr bis zum morgigen Tag um 18 Uhr Wind aus 290 Grad mit 10 Knoten geben. Gut, wir sehen aktuell ist ein bisschen anders, aber wie gesagt, das ist ja auch für einen Zeitraum von einem Tag. Clouds Visibility okay, becoming von 19 Uhr bis 21 Uhr auch Wind aus 300 Grad mit 5 Knoten. Gut, Wind könnte also noch mal ein bisschen drehen, je nachdem, wann wir ankommen. Das Wetter wollen wir hier gerne auf der Performance Page eingeben. Dafür gehen wir hier einmal in die Approach Phase und dann seht ihr hier die entsprechenden Formulare, um das Wetter einzugeben. Das QNH war 1014, die Außentemperatur
15 Grad und wir hatten einen aktuellen Wind. Ihr seht, er übernimmt hier manchmal auch automatisch einen Wind. Wir wollen aber den gerne aus der Meta nehmen, nämlich aus 50 Grad mit 4 Knoten. Zudem steht hier einmal das Transition Flight Level drinnen. Das finden wir normalerweise über die ATIS heraus. In unserem Fall ist das QNH 1014 und unser Transition Flight Level ist heute Flight Level 60. Können wir also auch einmal von Hand anpassen. Und in unserem Fall möchten wir eine Flaps Full Landing machen. Wollten wir mit Klappen 3 landen, könnten wir das hier oben mit Config Tree einmal auswählen. Und dann müssen wir noch einmal unser Barum Minimum eingeben. In unserem Fall heute für das ILS 08 Left sind das 670 Fuß. Gucken wir uns auch gleich noch in den Karten an. Und dann setzen wir uns noch die RadNav-Page. Ihr seht, er hat aktuell das Dinkelspiel VOR getuned gehabt, hat jetzt auf Lima Echo Golf, also ein Leipziger VOR, umgestellt. Und jetzt fliegen wir ziemlich genau über unseren Equal Time Point drüber. Wir wollen jetzt hier allerdings unsere Fixes für das ILS 08 Left in Leipzig selber hinterlegen. Dafür habe ich schon mal in die Karten geguckt. Wir möchten einmal Zulu India Golf gerne aufs ADF 2 legen. Das ist also ein NDB. Das setzen wir hier. Auf unser VOR 1 kommt das Lima November Delta VOR. Dann nehmen wir das, was uns näher liegt, 140 Meilen, das kommt mit Leipzig ganz gut hin. Und Lima Echo Golf möchten wir gerne auch auf der 2 behalten. Um sicherzustellen, dass er das nicht selber ändert, können wir das noch einmal hart tunen und es damit auf jeden Fall hier fix festlegen. Ansonsten ist das ILS schon vorgewählt, India, Lima, November, Echo, 108,55, können wir gleich nochmal abgleichen. Inbound Course 081 und es ist ein 3 Grad Glideslope. Damit haben wir unsere MCDU vorbereitet und könnten jetzt entspannt erstmal in die Karten gucken. In Leipzig geplant haben wir dann später die Goxley One Romeo Arrival und das hier ist die entsprechende Karte dazu. Wir fliegen also über Goxley planmäßig dann auf die Transition drauf, über diverse Delta Papa Wegpunkte, quasi einmal am Flughafen vorbei, dann in den Gegenanflug über diverse weitere Wegpunkte und dann geht es hier in einen Downwind. Diesen Downwind fliegen wir so lange ab, bis wir vom Lotsen Radarvektoren bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auf die 08 Left landen, fliegen also hier auf die nördliche Bahn über unseren Initial Approach Fix MOVOX an, wechseln dann einmal in die ILS-Karte. MOVOX sollen wir über 5000 Fuß sein und dann geht es weiter runter auf einem Inbound-Track von 082 Degrees über Delta Papa 431. Das müssen wir über 4000 Fuß überfliegen. Nach Delta Papa 432, das Ganze über 3000 Fuß und die 3000 Fuß halten wir dann bis nach Mokul. Von Mokul aus geht dann unser Descent los. Mokul, der Final Approach Point, liegt bei 8,1 Meilen vom ILS, India Lima November Echo. Das sehen wir auch hier oben nochmal mit der Frequenz 108,55 und das passt also auch überein. Und wir haben dann einen 3 Grad Glideslope, der uns runter auf die Bahn führt, haben wir ja auch schon gesehen, eben in unserer MCDU. Unsere Final Altitude 1630 Fuß checken wir bei 3,8 Meilen vom ILS DMI und dann fliegen wir runter bis zu unserem Minimum. Wir fliegen einen Cut 1 ILS, haben also ein Minimum von 620 Fuß. Wenn wir da die Bahn nicht sehen, dann würden wir den Mist Approach fliegen. Der ist auch in unserem Flieger so hinterlegt, habt ihr gerade in blau gesehen. Und zwar führt er uns auf Track 082 to Zulu India Golf. Das haben wir uns ja auf das ADF 2 gesetzt. Das Ganze liegt dann bei 2 Meilen Lima November Delta. Oder Minimum 900 Fuß, whichever is later, also was auch immer wir später haben. Dann geht es links herum auf das Radial 292 von Lima Echo Golf. Das haben wir uns aus VOR 2 gesetzt, bis 32 Meilen Lima Echo Golf. Und dann geht es wiederum links auf den Track 213 to Intercept Radial 342 Golf Oscar Tango. Und dann geht es wiederum bis 7,2 Meilen Golf Oscar Tango und dann links rum nach MOVOX. Von MOVOX aus könnten wir dann wieder einen neuen Anflug starten und wir steigen dabei im Mist Approach auf 5000 Fuß. Unsere Landebahn, die Runway 08 Left in Leipzig, ist 3600 Meter lang, 45 Meter breit und wir haben 3 Grad Papis passend zum Anflugprofil links von der Bahn stehen. Threshold Elevation etwas über 400 Fuß, ist heute also kein großer Faktor. Wir gucken uns einmal das Layout vom Airport an. Wir würden gerne hier über Alpha 6 die Bahn verlassen. Wir sehen, in Gegenrichtung sind es knapp 1800 Meter. Wir rechnen gleich also mal unsere Landedistanz aus und wahrscheinlich nehmen wir Autobrakes Medium, verlassen dann über Alpha 6 die Bahn und dann geht es hier über den Taxiway Echo 7 runter und dann über November an den April und dann je nachdem, welches Gate uns der Lotse zuweist. Sollte uns irgendwas passieren im Anflug, zum Beispiel ein Engine Failure, mit dem wir durchstarten müssten, würden wir geradeaus auf 3000 Fuß steigen, MSA in dem Bereich 2700 Fuß,
Die Engine-Out-Acceleration würden wir also dann auf entsprechend 3000 Fuß machen und dann sind wir in dem Bereich 25 Meilen basierend auf Echo Delta Delta Papa auf jeden Fall safe unterwegs und dann gehen wir einmal in eine linke Platzrunde, drehen hier einmal und wenn es zügig gehen muss, können wir entweder sofort wieder landen oder wenn es ins Holding geht, um eventuell das Troubleshooting zu betreiben, könnten wir das hier auch tun. So viel zu unserem Briefing, wir können wieder zurück ins Cockpit hüpfen und dann geben wir noch die letzten Parameter dort ein. Zurück in Cockpit gehen wir jetzt also nochmal auf die Performance Page, um unsere Engine Out Acceleration anzupassen. Dafür gehen wir noch eine Phase weiter als die Approach Phase, nämlich in die Go-Round Phase. Und dort können wir wieder eine ganz normale Thrust Reduction Acceleration auswählen. Die können wir ja wie immer 1000 Fuß über Grund machen, aufgerundet also 1500 Fuß. Und unsere Engine Out Acceleration, haben wir gesagt, wollen wir gerne auf 3000 Fuß machen. Was jetzt auch noch recht interessant ist, ist unsere Clean Speed. Also wenn wir ohne Klappen fliegen wollen, müssen wir mindestens 226 Knoten schnell fliegen. Wir starten jetzt auch schon mal unseren Descent. Wir sind ja auf Flight Level 370 relativ hoch unterwegs. Gehen erstmal runter auf Flight Level 100 und haben Thrust Idle Open Descent, Alt Blue Flight Level 100. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr euren ganzen Anflugweg auch abfliegt, könnt ihr auch einfach den Manage Descent benutzen. In dem Fall müsstet ihr den Knopf einmal reindrücken. Dann sollte hier oben nicht Open Descent, sondern nur Descent stehen und dann folgt der Flieger quasi dem VNAV-Pfad. In unserem Fall möchten wir gerne jetzt aber frei mit unserer gewählten oder besser gesagt vom Flieger gewählten Geschwindigkeit in den Sinkflug gehen. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir haben auch dieses ganze lange Prozedere nach Leipzig drinnen in unserem Flugplan. Das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass man bei wenig Verkehr das alles abfliegt, das heißt wir können uns das gleich noch so ein bisschen zusammenstauchen. Dafür würde ich sagen, dass wir gucken, dass wir nach Goxli erstmal auf die Arrival fliegen und dann quasi hier in eine Linkskurve gehen, um uns dort dann über MOVUX auf dem ILS einzusortieren, ohne hier dabei diese ganze Schlangenlinie abfliegen zu müssen. Im Real Life bräuchte es dafür natürlich die Freigabe eines Lotsen. Wir sind heute offline unterwegs, wir können uns also den Flugplan so zurechtbasteln, wie wir das gerne hätten. Um jetzt unser Routing anzupassen, wechseln wir wieder auf die Flightplan Page, haben hier die einzelnen Wegpunkte und hier auch die Arrival drin. Goxli und Romeo seht ihr hier in weiß stehen und dann kommen hier die unterschiedlichen Wegpunkte. Wir möchten jetzt in unserem Fall gerne von Delta Papa 470 direkt weiterfliegen nach Delta Papa 450. Damit werden wir uns schon mal eine ganze Menge Wegpunkte sparen. Und ich zeige euch mal den Unterschied. Jetzt haben wir hier diese Schleife noch mit drinnen. Wenn wir jetzt einmal den Wegpunkt, der weiter hinten im Flugplan ja auch nochmal kommt, einmal hier vorziehen, dann seht ihr hier einmal in der gelben gestrichelten Linie, wie der Flieger jetzt hier abkürzen würde. Das möchten wir gerne bestätigen, drücken hier auf Insert und dann seht ihr, ist die erste Schleife schon mal draußen. Jetzt wollen wir ja aber nicht hier dann in den Gegenanflug fliegen, sondern möchten direkt weiter auf das Final. Und dafür nehmen wir jetzt einfach den Punkt MOVOX, unseren Initial Approach Fix und legen den einfach hinter Delta Papa 450. Wenn wir jetzt wieder hochgucken, sollte in der grünen Linie, also unserem aktuell noch gewählten NAV-Pfad, noch die Transition mit drin sein. Und hier in der gelb gestrichelten Linie seht ihr jetzt unser neues Routing. Wenn wir das bestätigen, drücken wir auch hier einmal auf Insert und dann seht ihr, haben wir jetzt abgekürzt, plötzlich nur noch knapp 98 Meilen zu fliegen. Ihr seht auch automatisch, unser VNAV berechnet den Descent-Pfad nochmal neu und wir sehen, dass wir jetzt aktuell über dem Profil sind, müssen also gucken, dass wir unseren Descent zügig hinkriegen. Sollten wir merken, okay, wir sind jetzt wirklich zu hoch im Anflug, können wir auch jederzeit unsere Speedbrakes dazu nehmen. Für die gibt es ja kein Speedlimit, können also jederzeit die Klappen ausfahren. Ihr könnt den Hebel beim 320 ruhig auch in die Vollposition stellen. Es macht aber einen Unterschied, ob euer Autopilot an ist oder nicht. Wenn der Autopilot an ist und ihr euren Speedbrake-Hebel auf Voll stellt, dann fahren die Klappen trotzdem nur zur Hälfte aus. Wenn wir jetzt mal gucken, seht ihr, die sind zwar ausgefahren, aber sie sind nicht komplett ausgefahren. Während wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Autopiloten ausschalten würden, ihr seht, unsere Speedbrakes fahren dann erst wirklich voll aus. Das muss einem bewusst sein, also wenn der Autopilot aktiviert ist, wir machen ihn mal wieder rein, Autopilot 1, dann erst fahren die Speedbrakes wirklich voll aus. Sollte der Autopilot drinnen sein, dann sind die Speedbrakes nur halb ausgefahren. Nichtsdestotrotz können sie uns jetzt natürlich helfen, in unserem Descent etwas zügiger vorwärts zu kommen. Ihr seht aber, wir haben jetzt schon relativ zügig auch unseren VNAV-Pfad wieder eingeholt, können also dem jetzt einfach weiter folgen und dann kümmert sich der Flieger quasi darum, dass wir auf unserem Anflug die richtige Höhe haben.
Dafür sagen wir jetzt ihm, er soll nicht mehr im Open Descent weiter sinken, sondern im Managed Descent. Und dann wechselt der Flieger in Descent. Wir sind immer noch in Alt Blue, Flight Level 100. Na, ganz so doll sollte er vielleicht nicht in den Sturzflug gehen, aber ist ja auch noch eine ziemlich frühe Version des Phoenix 320. Und dann folgt er jetzt quasi dem Wiener Pfad, ergibt sich selber so ein Speedfenster. Innerhalb dieses Magenta-Fensters kann er also seine Geschwindigkeit frei wählen und versucht jetzt quasi mit diesem Geschwindigkeitsfenster hier seinem Wiener Pfad weiter zu folgen. Im Anflug können wir dann auch schon mal die Seatbelts einschalten, dass die Kabine rechtzeitig für die Landung vorbereitet wird. Und dann haben wir auch eine Company Message, die finden wir hier unten. Dafür klicken wir wieder auf MCU Menu, Azu und das AOC Menu. Und dort finden wir jetzt wieder unter Receives Messages unsere Nachricht. Und zwar kommt sie von der Air Berlin Operation, BER Ops. Gucken wir mal, was sie schreiben. Und zwar hatten wir heute einen Delay von 14 Minuten und die Dispatcher bzw. die Operation würde gerne wissen, warum wir den Delay hatten. Und um jetzt quasi auf diesen Delay zu antworten, müssen wir einmal in unser Tablet wechseln. Und hier gehen wir zurück und gehen in die ATC Delay Ansicht. Hier können wir jetzt nämlich Delay Codes eingeben und auch eingeben, wie viele Minuten das waren. In unserem Fall hatten wir 14 Minuten Delay. Die geben wir hier ein und hier müssen wir den Delay Code eingeben. Dafür wechseln wir hier einmal auf unser Tablet und dann finden wir hier unten eine Delay Allocation Card. Wenn wir dann draufklicken, dann seht ihr hier die verschiedenen Codes, die die unterschiedlichen Verspätungen begründen. Gucken wir mal ganz kurz, was unser Flieger sagt. Speedbreak still out, das ist natürlich richtig. Die wollen wir jetzt wieder einfahren. Wir sind ja wieder auf unserem Wiener Pfad unterwegs, das ist kein Problem. Und wir gucken mal. In unserem Fall haben wir einfach viel erzählt, viel erklärt, haben dadurch etwas unsere Startzeit aus den Augen verloren. Wir können uns da aber, ihr seht, diverse Gründe einfallen lassen, warum wir denn Verspätung hatten. In unserem Fall haben wir eine andere Begründung, also Others würde die Abkürzung OTH bedeuten. Dann geben wir hier OTH einmal ein. Neben unserem Delay Code klicken wir auf den Knopf. Und wenn wir das eingegeben haben, könnten wir hier unten noch was dazu schreiben. Zum Beispiel schönes Wochenende oder sowas. Und dann drücken wir hier auf Send. Und dann wird das Ganze über ACAS wieder an die Firma zurückgeschickt. Und die weiß, warum wir verspätet waren. Wenn wir dann auf unsere Arrival zufliegen, können wir auch wieder hier oben die Constraints mit draufschalten, dass wir die entsprechenden Beschränkungen angezeigt bekommen. Hier auf den ersten Wegpunkten seht ihr, ist aktuell noch nichts. Da vorne dann erst wieder beim Movox unsere Constraint mit 5000 Feet or above. Hier hinten seht ihr so einen kleinen blauen Pfeil. Der kleine blaue Pfeil ist unser Descent Point, wo wir unsere eingedrehte Höhe erreichen. Wir haben also jetzt 10.000 Fuß eingedreht und mit unserem aktuellen Sinkprofil würden wir also hier an der Stelle, wo der blaue Pfeil ist, unsere eingedrehte Höhe erreichen. Wir können ja mal vergleichsweise gucken, wenn wir jetzt 5000 Fuß eindrehen, die Höhe, auf der wir bei Movox sein wollen, dann würden wir aktuell im Descent etwas zu spät rauskommen. Da wir aber ja dann später noch ein bisschen langsamer fliegen, sollte das vom Gesamtbild her trotzdem passen. Wichtig ist auch immer, sobald man auf einer Altitude geklärt wird, dass man auch entsprechend den Altimeter oder den Höhenmesser auf Deutsch auf den lokalen Luftdruck einstellt. Wir haben ja vorhin schon ins Wetter für Leipzig reingeguckt. In dem Fall war das QNH 1014. Wir drücken also einmal hier auf den Knopf. Wenn wir ziehen, stellen wir auf Standard. Wenn wir drücken, können wir den QNH selber einstellen und wählen hier 1014. Gucken, dass auch beim FO das Richtige eingedreht ist. Und dann wollen wir noch überprüfen, dass alle Altimeters auch das Gleiche anzeigen. Altimeters 1014 passing 15600 feet. Auf 10.000 Fuß schalten wir dann wieder die Landescheinwerfer an. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir diesen vierten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann sehr, sehr gerne im nächsten Teil wieder, wenn wir den Flieger dann landen und zur Parkposition bringen und ausschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfliegen. Guckt gerne auch mal bei den Twitch-Livestreams vorbei, wenn wir mal wieder unterwegs sind. Dann könnt ihr auch da eure Fragen stellen. Und ansonsten den Daumen nach oben nicht vergessen und einen netten Kommentar da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß und always happy landings!